BWL ist für mich die Lehre, wie ein Unternehmen erfolgreich wirtschaftlich ausgerichtet und geführt wird, unter Berücksichtigung von harten und weichen Faktoren. BWL ist für mich wie ein menschlicher Körper. Nur wenn alle Teile richtig zusammenarbeiten, funktioniert auch der Körper. Business to me is pretty much everything that moves this world. It's about giving and taking. Die BWL versucht, die Technik optimal zu nutzen und die beste Harmonie zwischen Technik und Betriebswirtschaft stellt auch die erfolgreichsten Unternehmen weltweit dar. Was ist für dich BWL? BWL ist für mich eigentlich nur die wirtschaftlichen und vor allem auch die Zusammenhänge innerhalb von Betrieben erfassen zu können. Betriebswirtschaft gehört zu den meistgewählten Studiengängen in Deutschland. Sehr gute Bedingungen finden sich an der Hochschule für angewandte Wissenschaften wieder. Neben sehr praxisorientierter Lehre und guten Lernbedingungen erwartet die Studierenden am Campus ein familiäres Verhältnis. Die Studierenden haben im vierten Semester Grundlagen des Personalmanagements und ab dem sechsten Semester können sie Schwerpunkte wählen, sogenannte Kompetenzmodule. Und eins davon ist Kompetenzmodul Personal. Im Kompetenzpersonal werden die Grundlagen nochmal vertieft, die im vierten Semester vermittelt worden sind, und aber auch neue wichtige Themen reingenommen. Wer Interesse hat, wem das gefallen hat, wer später mal im Personalbereich arbeiten möchte, der sollte dieses Kompetenzmodul Personal besuchen, weil die Studierenden dann gut auf eine Tätigkeit im Personalwesen vorbereitet werden. Kommunikation in Englisch ist für eine globale Wirtschaft unerlässlich. Und so ist es nur logisch, dass die Hochschule Landshut auch englischsprachige Lehrveranstaltungen anbietet. Ein Vorteil, den auch ausländische Studenten zu schätzen wissen. One class, for example, was Business Ethics, which was taught in English, completely in English. And we learned about the basics of business, but also involving society and the environment and pretty much sustainability for generations to come. And it was just a lot of interaction between the professor, Dr. Patton, and the students. And then at the end, we needed to present a little bit of a research that we did concerning a specific company in their business and their ethics. Anliegen der Professoren ist es, die Lehrveranstaltungen so praxisnah wie möglich zu gestalten. Das heißt, die Professoren berichten aus der Praxis, arbeiten mit den Studierenden praxisnahe Fallstudien durch und diskutieren mit ihnen aktuelle wirtschaftspolitische Themen. Ich darf hier an der Fakultät Betriebswirtschaft das Fach Beschaffung und Logistik vertreten. Am konkreten Beispiel des Bauen eines Lego-Autos versuchen die Studierenden, das theoretische Wissen, das sie aus der Vorlesung und in den Lehrbüchern erfasst haben, ins Praktische umzusetzen. Das heißt, sie kriegen die Aufgabe, aus den einzelnen Lego-Bausteinen ein definiertes Fahrzeug herzustellen. Und die Fragestellung ist natürlich, wie können die es am effizientesten, am geschicktesten realisieren? Vor allem hinblicklich auch, wie organisiere ich die Produktion am besten? Wie schaffe ich die Logistik, die Materialbereitstellung am geschicktesten? Neben dem Studium können sich die Studenten an einer Vielzahl von unterschiedlichen Vereinen betätigen. Enactus ist nur einer davon und beteiligt sich rege am Leben auf dem Campus. Wir von Enactus sind eine unpolitische Non-Profit-Organisation und führen primär Projekte durch, bei denen wir unseren People in Need, das sind unsere Klienten, helfen und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel solcher Projekte ist es, dass sie irgendwann mal abgegeben werden und wir uns nicht ein Leben lang um dieses Projekt kümmern müssen. Hier am Campus haben wir einige Projekte am Laufen, unter anderem das Absolventenbuch, das wir momentan hier etablieren wollen. Außerdem organisieren wir hier zum Beispiel das Schlittschuhlaufen. Da haben letztes Mal ungefähr 100 Studenten teilgenommen. Zusätzlich hier zu der Organisation in Landshut treffen wir uns auch deutschlandweit. Bei diesen Treffen können wir mit internationalen Unternehmen in Kontakt treten, können an Workshops teilnehmen und lernen, die anderen Mitglieder aus ganz Deutschland kennen, mit denen wir uns über Erfahrungen austauschen. Wie wichtig es ist, nach dem Studium gleich einen Job zu finden, weiß jeder Student an der Hochschule. Wie gut die Jobaussichten sind, weiß vor allem die Dekanin der Fakultät Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft ist ein sehr generalistisches Studium und der regionale wie auch überregionale Arbeitsmarkt bietet unheimlich viele Einsatzmöglichkeiten für Betriebswirtschaftler.
Also die Berufsaussichten für Bachelor-Absolventen Betriebswirtschaft sehen gut aus. Wir haben hier in der Region sehr viele große Unternehmen, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Und in jedem Unternehmen werden Betriebswirtschaftler gebraucht in den verschiedensten Positionen.